Finde heraus, was du liebst, und dann finde einen Weg, dafür bezahlt zu werden. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Wäre das nicht ein Traum, dein Einkommen zu verdreifachen? Wenn du also jetzt 3.000 Euro im Monat hast, dann hättest du dann 9.000. Für die meisten Menschen ist klar, wenn ich 300% mehr verdiene, ja, dann kann ich auch 50% von meinem Mehrverdienst sparen. Und genau diese 50% von deinem Mehrverdienst zu sparen, das macht dich reich. Sparen ist richtig geil, wenn es nicht wehtut. Und deswegen sage ich, spare einfach einen bestimmten Prozentsatz von deinem Einkommen. Nicht zu viel. Vielleicht 20%. Und dann sieh zu, da wenn du sehr jung bist, 10%. Und dann sieh zu, dass du mehr verdienst. Und wenn du mehr verdienst, dann spare von jedem Mehrverdienst 50%. Das ist dann leicht. Denn du hast dich ja an den neuen Lebensstandard noch nicht gewöhnt. Und wenn du es wirklich schaffst, 100%, 200%, 300% oder 500% mehr zu verdienen und du regelmäßig 50% von deinem Mehrverdienst sparst, dann rechne mal nach, wie schnell du vermögend wirst. Die Frage ist nur, wie verdienst du 300% mehr? Was ich dir jetzt sage, ist keine Zauberei. Aber es erfordert wirklich Mut, schon Mut darüber nachzudenken. Eine der besten Strategien, die Spitzenleister in ihrem Leben umsetzen, ist, finde heraus, was du liebst, und dann finde einen Weg, dafür bezahlt zu werden. Ich liebe es einfach, Menschen zu sagen, zu erklären, wie sie vermögend werden. Ich mag das nicht einfach, ich liebe das. Aber kannst du dir vorstellen, was meine Eltern gedacht haben, als ich denen sagte, das heißt, mein Vater war da schon tot, als ich meiner Mutter und dem Rest der Familie sagte, ich werde mal reich. Und wenn ich reich bin, dann werde ich anderen zeigen, wie sie auch reich werden. Boah, meine Eltern waren streng christlich. Geld war für sie etwas Schlechtes. Und jetzt wollte ihr Sohn nicht nur selber reich werden, da kommst du schon einmal in die Hölle, sondern gewissermaßen auch noch der Geldlehrer überhaupt werden. Der Geldlehrer der Geldlehrer. Boah, das ist ja wie eine Dauerkarte in der Hölle. Kein Witz. Meine Mutter hat eine ganze Zeit lang gedacht, das muss dem Jungen der Teufel eingeflüstert haben. Die hat den Pfarrer gerufen, damit der mich dann von dieser verrückten Idee wegbringt. War es verrückt? Nö, war anders. Es war einfach nur verrückt, du weißt, wo das Wort herkommt, aus der Reihe gerückt. Wenn da ganz viele in einer Reihe stehen, einen rück ich raus, ist er aus der Reihe gerückt. Verrückt. Dann ist es in dem Sinn sogar super verrückt zu sein. Also mein Tipp ist, finde heraus, was du liebst und dann stehe dazu. Geld folgt dir dann automatisch, wenn du weißt, wie du Marketing machst. Das ist das andere. Du musst wissen, was du liebst, du musst aber auch wissen, wie du andere darauf aufmerksam machst. Das ist Marketing. Wenn du weißt, wie du Menschen zeigst, hey, du hast ein Problem, ich kenne das und ich kann es für dich lösen. Es gibt eine Geschichte über zwei Katzen, die ich sehr weise finde. Treffen sich zwei Katzen. Sagt die eine Katze, ich war auf der Katzenphilosophieschule und da habe ich gelernt, dass Glück für uns Katzen sehr wichtig ist. Und zweitens habe ich gelernt, dass das Glück bei uns im Schwanz versteckt ist. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich meinem Schwanz nachjage, komme ich dem Glück immer näher. Och, sagt die andere Katze, dass, wenn ich so darüber nachdenke, ich war zwar nicht auf der Katzenphilosophieschule, ich bin nicht so weise wie du, aber ich habe das Leben beobachtet. Ja, und ich glaube, das stimmt, du hast recht. Glück ist bei uns ganz wichtig und ja, Glück ist bei uns im Schwanz verborgen. Aber, sagt sie, ich habe gemerkt, wenn ich etwas tue, was ich liebe, folgt mir das Glück automatisch nach. Glück, Geld, Erfolg folgt dir automatisch nach. Im Wort Erfolg kannst du es sogar sehen. Folgt, Erfolg, da steckt das Wort folgen drin. Wenn du das, was du tust, liebst und wenn du Marketing verstehst. Ich habe mit vielen Reichen gesprochen, wirklich mit sehr vielen. Und ich kann mich an keinen erinnern, der wirklich sehr, sehr viel Geld verdient hätte, bevor er nicht herausgefunden hat, was er liebt.
Sie alle, die sehr, sehr viel verdienen, haben herausgefunden, was sie lieben. Und sie haben dann auch den Mut gehabt, genau das zu ihrem Beruf zu machen. Sie haben Verkaufen und Marketing gelernt, sodass sie damit auch andere Menschen erreichen können, ansprechen können, ihre Idee denen verkaufen können. Weißt du, was der Vorteil ist, wenn du etwas tust, was du liebst? Du denkst 24 Stunden am Tag darüber nach. Du wachst also auf und schreibst etwas auf. Warum? Weil du es liebst. Übrigens habe ich noch nie eine Idee aufgeschrieben zu Sachen, die ich nicht mag, sondern zu Dingen, die ich liebe. Ich schreibe es auf ein Stück Papier und das liegt bei mir immer neben dem Bett. Das ist so ein kleines Kästchen, so ein flaches, da liegen so Karteikärtchen drin, ein Stift, das kann ich auch im Dunkeln bekritzeln. Und dann schlafe ich direkt wieder ein. Und manchmal am nächsten Morgen, wenn ich dann so aufwache, dann gucke ich dann auf das Blatt, auf das Karteikärtchen, bin ich völlig überrascht, was ich da wieder aufgeschrieben habe. Oder wo auch immer aus dem Universum das herkommt. Es ist so, dass wir sehr viel mehr positive Dinge anziehen, wenn wir wirklich etwas tun, das wir lieben. Du kennst ja das Gesetz der Anziehung. Aber ist das nicht eine schöne Idee? Du liebst etwas und du ziehst noch mehr Liebe an? Noch mehr geniale Ideen, noch mehr Dinge, die dir einfach Freude machen. Ich könnte manchmal einfach laut lachen vor Freude. Also ich tue das auch. Was heißt könnte? Also wenn ich darüber nachdenke, wie sehr ich das tun kann, was ich liebe, dann bin ich einfach nur fröhlich. Wenn ich zum Beispiel dieses Video vorbereite, mir ein paar Notizen mache, habe ich einfach Spaß. Ich mache mir Notizen und dann lege ich los. Und ich freue mich einfach, dass ich wieder ein paar hundert oder vielleicht auch ein paar tausend, manchmal auch 10 oder 100.000 inspirieren kann, nach dem Ausschau zu halten, was sie lieben, was du liebst. Du brauchst dafür Mut, ja? Und du brauchst dafür auch Selbstbewusstsein. Und ich freue mich, wenn ich dich vielleicht ein bisschen damit anstecken kann, im positiven Sinn. Es gibt so viele negative Nachrichten. Es ist unfassbar wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit auf das konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist. Du lebst doch nicht ewig. Und deswegen ist es richtig, wenn weise Menschen sagen, das Leben ist zu kurz, um Dinge zu tun, die wir nicht wirklich mögen. Auch nicht, wenn du damit Geld verdienst. Und viel wird es nicht sein, wenn du mit etwas Geld verdienst, was du nicht magst. Viel Geld wirst du nämlich dann verdienen, wenn du etwas tust, das du liebst. Also lass mich dich fragen, womit würdest du am allerliebsten Geld verdienen? Überleg jetzt nicht, ob das möglich ist, sondern einfach nur die Frage, womit würdest du am allerliebsten Geld verdienen? So wie ich mein Geld damit verdiene, dass ich anderen zeige, wie sie zu mehr Geld kommen, zu mehr Glück und zu wahrer Freiheit. Und ihnen auch empfehle, einen Beruf zu erfinden, den es vorher einfach nicht gab. Lass mich eine Anmerkung machen. Wenn es etwas noch nicht gibt, dann hast du hier möglicherweise die größten Chancen. Das ist so eine Grundsatzregel aus der Positionierungsregel. Übrigens rate ich dir, dich mit Positionierung zu befassen, mit den Grundsätzen. Anders sein, nicht besser. Außergewöhnlich sein, nicht exzellent. Erster sein. Und wenn du nicht Erster sein kannst, erfinde eine neue Kategorie. Also, womit würdest du am liebsten Geld verdienen? Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere diesen Channel. Wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.